Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit Mr. Flap. So, und jetzt wollen wir uns doch erstmal ansehen, was es denn hier überhaupt zu erkunden gibt. Und zwar ist das der Nachfolger sozusagen von Flappy Bird. Nein, Quatsch. Es ist einfach nur erstmal so ein ähnliches Spiel. Vom Schweregrad her extrem, muss man mal sagen. Und man versucht hier nicht gegen die Wände zu hüpfen. Und man muss hier hoch verschiedene Runden versuchen zu erobern. So, ich kann das Ganze mal ein Stück näher rannehmen. Man muss hier also in unterschiedlichen Ebenen hoch versuchen umzudenken, sobald man hier die erste Runde erstmal schaffen will. Ach du, man darf nicht mal dagegen den Turm oben kommen. Oh, und nicht mal unten gegen kommen, nicht mal oben, nicht mal unten. Und ich muss selber sagen, dass es extrem schwierig ist. Ich spiele es jetzt gerade das allererste Mal. Man kann hier auch über den, na nicht über den App Store. Wie heißt es denn? Oh, das darf nicht wahr sein. Über das Google-Konto. Jetzt Google Plus kann man sich natürlich die Erfolge ansehen, wenn man es denn irgendwann mal schafft, die erste Runde zu kredenzen. Und wie man sieht, verschieben sich die Balken hier natürlich auch noch kräftig. Und ich bin echt überfordert, denn wie gesagt, Flappy Bird hat mich schon aus der Bahn geworfen. Aber das Spiel hier macht aggressiv. Man muss es wirklich mal so ausdrücken. Guck's dir an. Ich schaffe hier nicht mal eine Runde. So. Ja. Ist nicht dein Ernst. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deinen eigenen Rekord gebrochen. Das ist ja auch keine Kunst, wenn man das mal so sieht hier. Obwohl das hier bei dem Spiel wahrscheinlich eh anders sein sollte. Wir können hier alles einstellen, aber den Schwierigkeitsgrad anscheinend nicht. Was ist das hier oben links? Ist das der aktuelle Rekord oder was? Schwierig, schwierig das Ganze. Ja, wie gesagt, man muss hier einfach mal gucken. Die beste Punktzahl ist von mir die 1. Und wenn man ein wenig geübt hat, glaube ich, kommt man ganz gut zurecht hiermit. Aber wie gesagt, dadurch, dass sich das alles im Kreis bewegt und man umdenken muss. Oh, nicht dein Ernst, der fällt ja auch wie ein Stein dann runter, der Vogel. Ja, wer Bock hat, sich mal so richtig mit seinen Kumpels hier zu zoffen, wer denn der bessere Spieler ist, wenn der eine dann doch mal 2 Punkte macht und der andere nur vielleicht einen lächerlichen Punkt. Jo, schade. Okay, so wie ich gerade. Ja, dann würde ich euch empfehlen, ladet euch einfach mal Mr. Flap kostenlos aus dem Play Store herunter. Link ist wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ich spiele es jetzt einfach nicht weiter, weil das Spiel ist ganz gut, aber es nervt einfach nach einer Weile extrem. Ja, Mr. Flap, viel Spaß damit. Der hüpfende Vogel im Kreis herum. Wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.